Wir haben ganz zum Schluss noch einen Bericht der britischen Premierministerin gehört über ihren Blick auf die Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Hier hat Großbritannien deutliche Signale gesetzt, aus unserer Sicht noch nicht genug, um Etappe 2 zu beginnen, aber eindeutig mehr, als wir das beim letzten Zusammentreffen hatten. Die Rede von Florenz war eine wichtige Rede und ich glaube deshalb, dass wir morgen dann unter uns in dem Kreis der 27 auch noch einmal diskutieren werden, wie wir jetzt diese Verhandlungen fortführen, aber der gute Geist dieser Verhandlungen wird erhalten bleiben. Das will jedenfalls Deutschland und dafür habe ich mich heute eingesetzt.